Vergesslichkeit. Orientierungslosigkeit. Ängstlichkeit. Das alles sind Symptome der Krankheit Demenz. Sich erinnern. Vertrauen entwickeln. Sich ausdrücken. Zufrieden mit sich und seinem Leben. Das ist durch Musiktherapie trotz Demenz möglich. Musiktherapie bei Demenz. Meist findet die in Seniorenheimen statt, wie im Pflegestift Ehmann in Stuttgart. Hier veranstaltet Musiktherapeutin Sandra Schneider-Homberger wöchentlich Gruppenmusiktherapien auch mit demenziell veränderten Bewohnern. Also der Herr Fischer, der ist noch im anfänglichen Stadium, gerade so übergehend ins mittlere Stadium. Die Frau Schwedt ist schon eher im mittleren Stadium der Demenz. Beide sind von der Alzheimer-Demenz betroffen, die häufigste Form der Demenz. Allein in Deutschland leben mehr als 1,5 Millionen Menschen mit der neurologischen Erkrankung. Im Gehirn eines dementen Menschen entstehen im Wesentlichen zwei Arten von Schädigungen. Senile Plaques und Neurofibrillenbündel. Die verhindern den Informationsaustausch in unserem neuronalen Netzwerk. Das Gehirn besteht aus Neuronen, die miteinander verbunden sind. Diese Verbindungen nennt man Synapsen. Sie ermöglichen den Austausch von Informationen von einer Nervenzelle zur anderen. Bei der Alzheimer-Demenz ist dieser Austausch gestört. Bis die Demenz klinisch deutlich wird und überhaupt dann jemand sowas feststellen kann, haben gewissermaßen schon etwa 40% der Nervenzellen diese Schädigung erfahren. Dieser Prozess dauert ziemlich lang. Und so kann es sein, dass bereits 5 bis 15 Jahre vor dem Auftreten der ersten Symptome, geschweige denn der Diagnose, dieser Prozess angefangen hat. Eine klinisch nachweisbare Diagnose von Demenz ist also erst ziemlich spät möglich. Also man kann als Facharzt oder als Experte kann man einerseits an dem mikroskopischen Bild der Nervenzellen das erkennen. Im Verhalten gibt es eine Reihe von standardisierten Tests, die relativ genau sagen können, ob ein Risiko besteht, dass eine Alzheimer-Demenz besteht. Besteht eine Demenz, so breiten sich die sogenannten Tau-Fibrillen und Beta-Amyloid-Plaques unterschiedlich schnell und in mehreren Hirnarealen aus. Als erstes ist die Hirnregion namens Hippocampus betroffen. Beim weiteren Verlauf der Krankheit zeigt sich dann ein fortschreitender Neuronenverlust. Das Gehirn schrumpft und es kommt nach und nach zu Funktionsstörungen. Das Hören, das ist eben relativ spät betroffen zum Glück. Und deswegen kann man eben sich sehr lange noch mit diesen Patienten kommunikativ verständigen. Und wir müssen uns immer vergegenwärtigen, dass wir es hier nicht mehr mit Rationalität zu tun haben. Überhaupt nicht mehr. Es wird nicht mehr über den Verstand kommuniziert. Es wird nur noch auf der gefühlten, wirklich gefühlten, sinnlichen Ebene wahrgenommen. Und so ist es zum Beispiel Herrn Fischer möglich, sich in der Musiktherapie mit seinem Instrument, dem Akkordeon, wieder auseinanderzusetzen. Frau Schwedt hingegen singt lieber. Wie früher in der zweiten Stimme. Aktivierung ist aber nicht das einzige Ziel der Musiktherapie. Bei dementen Personen haben wir vor allen Dingen zwei Zielstellungen, die einerseits in die Richtung gehen, das sogenannte agitierte Verhalten zu bearbeiten, das herausforderndes oder aggressives Verhalten, was ein Symptom der Demenz ist, wenn die Orientierung verloren geht, eine Unsicherheit da ist und dann in hohe Wut und Ärger eben das übergeht und erlebt wird vom Betroffenen. Hier können wir gezielt eine Beruhigung dort erreichen.
Wir können sogar kognitive Defizite in einem gewissen Rahmen verbessern, und zwar da mit der Erinnerung hier gearbeitet werden kann, ist es möglich, über Musik, die sehr stark und positiv verinnerlicht ist, von einer Person dort eben eine Orientierung in dem Moment zu geben, dass sie weiß, was sie tut, wenn sie das Volkslied oder den Schlager oder etwas anderes, was tief emotional verankert ist, dort mit wieder erlebt und singt und tanzt. Und wir können bei der Demenz auch eine Aktivierung erreichen. Das heißt, wenn eine hohe Zurückgezogenheit da ist, dass hier eben ein Zugang, eine Motivation geschaffen wird. Dadurch, dass Musik hören oder selber musizieren fast alle Sinne anregt, ist die Verarbeitung eine beinahe gehirnholistische Aufgabe. Da passiert eine ganze Menge im Gehirn. Zunächst mal wird ja der Gehöreindruck aus dem Innenohr an das Hirnstamm geleitet. Ich kann es Ihnen auch gerne hier zeigen. Also letztendlich ist es so, dass am Anfang kommt die Information hier im Hirnstamm an, wird dann mehrfach umgeschaltet und dann wird es hier über die sogenannte Brücke bis auf den seitlichen Schleifenkörper hier, Corpus geniculatum laterale, und dann kommt es zum Schluss erst hier in der großen Rinde des Schläfenlappens an. Und dort entsteht der musikalische Eindruck. Gleichzeitig wird aber die Information auch tief an die Gedächtnisstrukturen weitergegeben, und zwar hier tief im Innern des Gehirns, im Bereich des Hippocampus und im Bereich der Amygdala. Und da wird die Musik, die wir hören, mit Emotionen gefärbt oder mit Emotionen verbunden. Ja, Musik kann Emotionen auf viele Arten auslösen. Es gibt da jetzt auch einfach ganz banale Dinge, die im Sound, in der Klanglichkeit selber stecken. Darüber hinaus gibt es natürlich diesen ganz starke biografisch ausgelöste Assoziation. Das ist dann nicht notwendigerweise was, was in der Musik selber steckt. Das ist dann sehr individuell für jeden Einzelnen natürlich dann an die Situation gebunden, ist aber ein sehr effektiver Trigger. Und das klassische, viel zitierte Beispiel von Hör mal Schatz, Sie spielen unser Lied, ist ja da wahrscheinlich der Klassiker. Also, dass man sich an bestimmte romantische Situationen über einen ganz bestimmten Song erinnern kann. Das ist ein wesentlicher Aspekt, dass wir eben wirklich diesen Menschen als Ganzes in seiner Herkunft, in seiner Wesensart, in seinem Charakter ansprechen. Suchen wir den Ton noch? Benno? Brauchen wir den Ton? Nein, wahrscheinlich. Wahrscheinlich wieder, gell? Sollen wir so probieren einfach. Den Menschen als Ganzes wahrnehmen. Das versucht Frau Schneider-Homberger, indem sie während der Musiktherapie auch auf kleine Reaktionen achtet. Und da nimmt sie so ganz Unterschiedliches wahr. Suchbewegungen, also wirklich gerade bei dem Bewohner, bei Herrn Fischer, der ein Stück weit einfach auch noch hier sich selber, glaube ich, in seinem Kontakt zu seinem Instrument nochmal versucht hat zu finden. Ich habe viel Vertrautes erlebt, selber. So, ja, im Sinne von, das sind die Lieder, die wir gemeinsam singen. Auch Zufriedenheit, wirklich auch im musikalischen Kontakt. Frieda? Ja. Gut. Frieda? Elfriede? Ja, ich denke schon, gut, dass es Zufriedenheit ist.